die tut immer falsch spiegeln, die blöde Platte. Genau immer die. So. Zack. Machen wir nämlich hier jetzt noch eins, dann brauchen wir euch. Dann kann ich einen sauberen Übergang gestalten. Ach, wobei, nee, nicht einmal. Machen wir anders. Und zwar brauchen wir euch jetzt kurz. Und dann nehmen wir mal die normale Ramp-Platte. Machen das so. Halt, Mirrored-Modus bitte wieder. Danke. So, brauchen dann euch. Jetzt müssen wir erstmal, wie gesagt, schauen, dass das Wichtigste geschützt ist. So weit wie es geht. Noch von oben. Oh, seitlich werden wir das gar nicht schützen können, ne? Ich sag's gleich. Laufen sie erstmal so durch die Gegend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Generatoren müssen noch geschützt werden, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Jetzt haben wir nur noch zwei, die kommen außen ran. Verteidigung muss noch stehen. Dann bauen wir dich doch woanders hin. Ah, oh, das muss ich nochmal abreißen. Dann bauen wir dich nämlich. Alter, halt, kann man da nicht, kann man da nicht. Das ist schon gleich doppelte Arbeit. Er reißt ja nichts ab. So. So, gut. Da brauchen wir eventuell noch einen Kühlschrank. Einen haben wir. Das ist okay. Wie? Ja, ich wollte es eigentlich auch da vorne bestimmt anbringen. Hä? Verarschte mich gerade? Ah, nee, okay. Das ist ja. Ah, sieht auf beiden Seiten mal gleich aus. Okay. Wird nichts gesagt. Das sind die Munitionskisten. Ach, jetzt gehen wir auf den Sach. Bau das da hin. Und der andere zwei kommt da hin. Die Sauerstoffstation kommt nämlich jetzt dann dahin. Haben wir nur die eine, das ist okay. Bodenplatten haben wir noch. Mitkommen. Und die seitlichen Schubdüsen müssen jetzt nämlich dann daran. Und zwar hier so. Hä? Runde jetzt. Hä, bist du blöd? Dann halt nicht. Baut halt so hin. So. Und dann noch eine zum Runterdrücken. Ja. Das ist aber nicht kein Ausgleich. Habe ich nie vergessen, keine Sorge. Ob ich hier unterbringe? Ja, das ist eine andere Frage. Motoren, Komponenten, das reinschmeißen. So, jetzt bitte dann noch... Elektronik? Ja. Zwei Stück davon. Dann war es mit dem Eisen. Dann war's das mit dem Eisen. Wir brauchen jetzt Promethium. Habe ich jetzt oben reingeschmissen? Nehmen wir ein paar von den großen raus. Kleine würde ich ja noch aufheben. Die Hälfte schmeißen wir hier rein, falls wir krepieren. Was ich nicht hoffe. Und dann geht es auf Eisen und Prometheumjagd. So, SI aus.
Ah, stimmt, passen ja genau 7 rein. Gut. So. Unsere Düsen zum Runterdrücken brauchen wir noch. Wie gesagt, habe ich nicht vergessen. So, da kommt eigentlich eine da unten rein. Eine will ich gerne irgendwo vorne theoretisch unterbringen. Einfach, huch, was war denn das jetzt? Wir brauchen hier definitiv eine Rampe. Wir haben keine Blöcke mehr. Ah, meine Fresse, da macht das Jetpack doch aus. Kannst du da rein hüpfen? Heieieiei, echt du. Ah, okay, dann checkt er da auch gleich was aus. Das finde ich gut. Habe ich einen Helm an? Ach so, weil ich im Dings war. Ja, klar, logisch. Muss ich ihn noch kurz auftanken. Im Cockpit drin war, verbrauche so oder so Sauerstoff. Weil ich im Brunnen auf dem Planeten jetzt ein bisschen doof finde. So an sich betrachtet. Haben wir einstecken. Haben wir einstecken. Gut. So, hau mal rein. Happy noch dabei. Ja, das ist okay. Munition ist auch dabei. Müssen wir gleich erstmal nachladen und mehr wie vorsichtig sein. Sobald wir irgendwo was sehen, was uns ficken will. Wir haben noch das eine Eisenerzlager, glaube ich, sogar noch. Ja, das werden wir jetzt vor uns abbauen gleich. So. Rein mit uns. V. C. Ne, alt war's. Ne, V war's. Doch. Alt war's. Rauszoomen. Einschalten. So, kurz abheben mit dem Baby. Ah, das war ein bisschen wenig. So. Bisschen höher, so. Raus mit uns. Wir kommen zum Glück wieder passend raus. Das finde ich gut. So. Wir haben jetzt nur Andockplatten gemacht. Wir müssen... Ups, das war jetzt falsch. Vorläufig erstmal reichen. Ich hätte gern längere Füße. Aber gut, so ist es halt. 2. Und der CPU muss raus, ne? Der muss noch woanders sein. Weil der liegt da ein bisschen arg brach. Ach, Schiff. Du kannst mir mal am Arsch lecken. Lass mich rein. Ich bin einer Bauer, du Pisser. Geht doch. So. Fupp, runter. Aus erstmal. Und ein CPU brauchen wir noch. Ich glaube, da haben wir nicht einstecken. Ne, dann haben wir nach unten dann. Das wäre okay. Damit kann ich leben. Aber trotzdem haben wir gerade drohentechnisch echt Ruhe, wie es aussieht. Ja, da haben wir noch einen Kern. Finde ich sehr gut. Die Düse kommt zurück. Weil das eine Triebwerk muss erstmal reichen vorläufig, weil runterdrücken ist im Grunde eigentlich eine recht einfache Sache. RCS-Module haben wir verbaut, ja. So. Und du, mein Freund, du kriegst einen neuen Platz. Ist nur die Frage, wo... Ist nur die Frage, wo... Ich glaube, die Frage ist berechtigt. Ist im Grunde alles scheiße. Oh Gott. So, ist noch nicht ganz offensichtlich. Ich habe mir hier jetzt eine Lücke. Ich hätte gerne noch einen Block, wenn es geht. Spiel! Constructor! Krieg ich noch einen Block? Ich weiß nicht, wenn du bestimmte Tätigkeiten für mich tust. Was denn? Lackier mich um. Mach ich noch. Jetzt. Nein. Aber dann muss ich so oder so. Haha, Spacko. So. Gib mal her. Wie viel brauchen wir dafür? 2? Ja, pass mal. Achso, haben wir schon. Gut, perfekt. Nein. Waffe auch nicht raus. So.
tief durchatmen. Falls wir sterben sollten, können wir, sind wir im Grunde im Arsch. Dann haben wir echt ein Problem. Deswegen das Eisenerzlager, welches wir haben, ist um kurz P drücken. Gruppe Thruster. Schubwerk gepanzert hier. Add to Group. Thruster. Add to Last Group. Muss ich jedes Mal runterscrollen, echt? Add to Last Group. Add to Last Group. Add to Last. Ja, gut, okay. Es könnte auch umstellen hier. Wäre cool, wenn man die natürlich so markieren könnte jetzt. Oder das mit Mystic. Nee, geht nix. Gut, dann halt nicht. Nix. So. Und die letzte noch. So. Und dann gibt es noch eine Gruppe. Achso, Quatsch. Wir müssen eine Gruppe kreieren. Die nehme ich immer gern Rest. Weil da ist dann wirklich der Rest drin. Aus dem Hintergrund. Dann brauche ich nicht immer jeden Reiter durchgehen und so. Ne, das wäre nicht nervig. Boah, nicht dein Ernst jetzt. Oder ich muss nicht herkommen. Alles. Ach, du bist ein Pisser. Ich muss echt alles anklicken. Ich raste aus. Ah, Spiel. Kannst nicht komplizierter gestalten, Nada. Weh, du machst einen Reiter jetzt auf. Ich kill dich. Du bist ein Wichser. Meist haben sie dieses Problem. Die Ungruppierten bleiben nicht immer offen. Und wenn man dann die Thrust ausmachen will, das ist immer eine blöde Tortur stellenweise. Aha. Eigentlich würde ich die Waffen ganz separat machen, aber machen wir alles noch. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier Material bekommen wieder. Eisen haben, das werden wir abbauen. Vielleicht finden wir unterwegs sogar noch ein bisschen anderes Eisen, aber in den Kampf werden wir weitem noch nicht gehen. Da werden wir uns nicht ein separates Schiffchen bauen dafür. Nur mal so kurz am Rande. Essen haben wir noch, und sonst können wir ein bisschen jagen gehen. Das sollte kein Problem für uns aktuell darstellen. So. Alles an, alles an. Gut. V, rauszoomen. So. Ja, lässt sich aber gut lenken, muss ich sagen. Lässt sich gut lenken. M, wir wollen Richtung Eisenlager. Da müssen wir komplett Richtung Westen fliegen. Schön. So ein kleines Baby hier, ne? Fliegt zwar total offensichtlich und kann abgeknallt werden, aber hey, es fliegt. War da unterwegs eigentlich irgendwas im Weg? Irgendwas Böses auf der rechten Seite, aber das ist nicht so tragisch. Das ist okay. Wir müssen aufpassen, dass uns keine Minigun-Drohnen über den Weg kreuzen. Ey, wir sind so im Arsch, wenn das passiert. Aber übelst im Arsch sind wir da. Weil die zerfetzen uns kurz. Ach Gott, wie lange es gedauert hat, bis wir da hingelaufen sind. Mit dem Fliegen ist viel schneller. Bin ich gar nicht mehr so gewohnt. Das Eisenerzlager müsste aber jetzt demnächst auftauchen, ne? Ja, da vorne im Fliegen direkt drauf zu. Boah, ruckelt gerade ein bisschen, ne? Eisenerz, sehr schön. Mitkommen. Ja, ich glaube, es ist wegen diesen random generierten Planeten. Hier ist einfach viel zu viel Stuff drauf. Das macht der Server nicht so richtig mit. Oder das Spiel, je nachdem. Cool, die Pflanzen spawnen im Schiff. Läuft bei dir, Digga. Hä, wo ist denn das Eisen? Ach, da ist es. So, jetzt können wir es nicht abbauen. Da haben wir nicht noch mit unserem anderen hässlichen Drill gearbeitet. War nicht so dolle, ne? Magnesium holen wir uns auch gleich. Die anderen zwei, Silizium und so weiter, was wir unterwegs gefunden haben. Bauen wir alles ab, restlos. Ach ja, was ich rausgefunden habe, AMDs neuer Zen-Prozessor wird den Codec 264 oder 265 machen können.
Das heißt, ich brauche dann nicht mehr den VDN-Bank gehen, weil ich glaube nicht, der ist nicht das ein Problem, dass nicht mehr geht wie, oder nicht länger geht wie 2 Stunden oder 2,5 im Grunde, dann wird es problematisch. Deswegen mache ich immer gerne, wenn ich mit OBS aufnehme, einen kurzen Cut. Das ist schön, das ist toll, das gefällt mir. Weil ich nicht ganz so gern mit OBS aufnehme, muss ich zugeben. Gerade aus dem Hintergrund. Bandicam schon lieber. Bandicam ist toll. Bandicam gefällt mir. Wobei Studio bin ich noch etwas misstrauisch. Warum? Ich weiß ja nicht, aber. Wir haben am OBS. War schon ein bisschen stellenweise Grit. Alter. Ich brauche einen Ausgang. Vor allem eine Large Minigun Drohne kommt. Dann packen wir das Schiff und verpissen uns. Ich sag's euch, wir sind. Kein Bock. Da steckt so ein Haufen Ressourcen drin. Habe ich echt null Nerv drauf. Wer ruft eigentlich schon wieder an? Welcher Spongy? So, muss ich später mal zurückrufen. Könnte ich hier mal einen gescheiten Ausgang kriegen, bitte? Danke. Wäre lieb. So. Weil da geht einem echt schon ein bisschen die Düse, wenn man dran denkt, dass da ein Schiffrad steht. Wenn es total frei rumsteht und einfach abgeknallt werden könnte. Das ist nicht toll. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht toll. Nee, nee. So. Okay, gibt's noch irgendwas? Ja, genau, auf jeden Fall mit dem Codec aufsehen wird entspannter, weil dann geht es ganz über den Prozessor. Ich weiß nicht warum, ich glaube der Nvidia Nvenc, da ist da ein bisschen komisch, manchmal wenn es um längere Aufnahmen geht. Es ist nicht so dem sein Fall. Deswegen schaue ich gerade nebenher mal ein bisschen kurz auf OBS rüber und bei 2 Stunden machen wir einfach mal kurz einen Cut. Ne? Und dann machen wir weiter. Gleich im Anschluss natürlich halt, ich werde nicht unterbrechen oder so. Aber nur ein Sicherheitsschnitt. Nicht, dass hier irgendwas crasht. Hat ja nicht jeder einen Xeon-Prozessor. Beziehungsweise hat Interesse daran, so viel Geld auszugeben. Da dafür. Ja, das ist auch so eine Sache, was ich mitbekommen habe über einen YouTuber-Overclocker, also Extreme-Overclocker eher. Dass ja eher die Bordpartner diesen Druck ausüben, also die Motherboard-Hersteller den Druck ausüben auf Intel. Dass die andauernd neue Prozessoren rausbringen. Und natürlich auch USB 3.1, die C-Schnittstelle dafür und so weiter. Habe ich mich nicht wirklich damit beschäftigt. Also entschuldigt, wenn ich da irgendwas falsch gerade ausdrücke. Ja, aber so, ist an, so an sich im Großen und Ganzen, dass ihr es schon mal Bescheid wisst, was das ist. Auf jeden Fall sollen die angeblich den Druck ausüben, eher auf Intel, dass du sagst, hey, ich möchte auch Geld verdienen. Weil ich mir eigentlich ja persönlich denke, Asus, MSI, Gigabyte, ASRock, also ASRock und so weiter, die stellen ja nicht nur Motherboards her, sondern auch Grafikkarten. Also von daher geht's, sollte das ja nicht so tragisch denen gegenüber sein. Na, weil auf den 1151 abzugraden ist so eine Sache, also auf den Sockel. Vor allem soll ja demnächst oder dieses Jahr, nächstes Jahr wieder ein neuer Sockel rauskommen von Intel. Und da muss ich sagen, das ist eine Politik, die unterstütze ich nicht, nee. Entweder müssen die Motherboard-Hersteller herkommen und ein bisschen mehr Geld verlangen, damit sie ein bisschen überleben können. Weil forschungstechnisch kommt ja das meiste eigentlich von den Prozessorenherstellern, meines Wissens nach zumindest. Sollte ich da Falschwissen haben, dann korrigiert das gerne. Habe ich kein Problem damit. So. Wir haben alles weg. Gute. Und Prometheum-Feld brauchen wir noch, Kinners. Jetzt ab, hoch mit dir. Alles drin, alles dran. Gut. Ja, lass mich rein. Das sind die Constructor. So. Dann kann er eigentlich schon mal herkommen, produzieren und wir kommen nachher nur nachher und stellen die Thruster aus. So nicht der Plan. Gut. Leicht nervös, muss ich zugeben noch. So.
Wir fliegen jetzt rückwärts. Beziehungsweise sollten uns eigentlich ein Magnesiumlager suchen. Promethium, perfekt. Gefunden. 160er, ist nicht viel, aber besser wie nichts. So, ja, ich glaube, das würde für den Server einfach viel zu viel, aber für den PC bin ich zu viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie da die Dings drüber steht. Magnesium haben wir auch gefunden, gut. So, jetzt machen wir die Thruster aus. Nachteil ist, wenn wir flüchten müssen, müssen wir es erst mal separat einschalten. Ist ein kleiner Fick. Leider muss ich zugeben, ist echt scheiße so. Aber zu Promethium-Vorkommen sind echt für den Arsch, ne? Ich möchte es mal angemerkt haben. Ich guck, das war schnell anders Promethium. Selbst das heißt, jetzt kommen ja auch Meteoriten dann. Dass wir alles so weit abgegrast kriegen. So. Und immer ein Auge drauf halten, dass. Dieses Rauschen, ich habe da immer halber ein MG im Ohr. Boah. Wobei, ich glaube, wenn wir 2 Stunden erreicht haben, machen wir doch eine kurze Pause. Ich futter was. Hab nämlich langsam echt Kohldampf. Und ja, so zumindest der Plan. Wäre schön, wäre toll, wäre gut. So, hier alles mal abbauen, da alles mal abbauen. Schön, 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 schön. Ja, das kann mal her, machen wir du weg, machen wir du weg. So, hier ein bisschen was entfernen, da ein bisschen was, ne? Schön. Gut, gefällt mir. was können wir denn dazu noch sagen? Genau, wir waren beim Codex stehen geblieben, Prozessor AMD, genau. Es ist halt einfach so eine Sache. Muss ich unbedingt jetzt USB 3.1 haben? Also ich meiner Meinung nach nicht. Also bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ach ja, apropos Fan von und haben. Schreibt es erstmal in die Kommentare. Braucht ihr oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eher so die Frage, dass ein Normalverbraucher eine 8 Terabyte Festplatte benötigt? Wie viel Terabyte habt ihr im Rechner? Wie viel sind davon belegt? Wie viel sind davon ausgenutzt oder werden überhaupt benutzt, muss man dazu sagen. Und ja, erstmal kurz die Frage, dann bitte kurz einen Kommentar reinschreiben, vielleicht Pause drücken kurz. Na? Würdet euch eine 8 Terabyte Festplatte kaufen? Ich würde es gern wissen. So, da ihr das Ganze auch nicht beantwortet habt, wäre nett. Jetzt die andere Frage, ob jetzt doch mal raus hier aus dem Scheißloch. Wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Oh, jetzt geh doch da rein. Meine Fresse. Warte, du machst das, dann machst du Promethium. So, da die Frage geklärt wäre, so, da ihr, also ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten von euch eine 8 Terabyte Festplatte sich kaufen werden, aufgrund, weil, ne, kostet 600 Euro, muss man dazu sagen. Vermute ich mal, das ist Magnesium, da habe ich jetzt nicht so das Interesse. Ach, da fliegen wir gerade hin. Fliegen wir ein bisschen hier weiter in den Westen. Was ist denn jetzt da drüben, links? Oh, da ist Silizium und das ist was Böses. Da halt mal lieber Abstand. Wir könnten ein bisschen näher ranfliegen und auch so ein XP abgrätschen, aber sonst. Ich habe Angst. Ich bleib da lieber weg. Das ruckelt vor allem so. Kupfer. Kupfer haben wir eigentlich jetzt gerade nicht so das Problem. Ich glaube, wir fliegen erstmal kurz zurück Richtung Heimat. Panzern unser Schiff voll uns durch. Und machen dann in der nächsten Aufnahme kurz einen Abstecher ins All und schauen, wie pervers es da draußen vor sich geht. Und dementsprechend würde ich dann sagen, würden wir Silizium abbauen. Auf jeden Fall. Eisen wird er gerade produzieren an unserem Schiff. Das ist okay. Und das Schiff, wie gesagt, auf jeden Fall voll ins Panzer, weil das hier gerade voll die offene Kanone ist. Ja, also das kriegt hier einmal geschwind aufs Maul und dann war's das. Noch ein paar Rolltore auf jeden Fall bauen, das Ding dann später, wenn wir Silizium haben. Panzern. Definitiv, komplett durchpanzern. Und weiterhin Eisen suchen. Stimmt die Richtung? Ja, die Richtung stimmt perfekt. Eisen suchen.
Das zweite Schiff bauen, Kampfjet. Schmal, viel Bewaffnung, wenig Fläche auf jeden Fall, flexibel, gepanzerte Düsen wieder, allerdings nicht sehr viele. Wird eher etwas länger, also auch länglich sein, aber wirklich so kompakt wie es nur geht und mit ein paar Rolltoren dran. Dass wir einfach auch, wie heißt's, oh, ist das ein Rendering-Fehler? Nee, das ist das See. Ich bin viel zu weg. Boah, wo bin ich langfluge? Gott! Oh, da ist noch, wo wir gestorben sind von vorhin. Hihihi. Boah. Boah, ich hab grad schon Schiss gehabt, hätte die geschaut zu uns getroffen. Wir wären so im Arsch gewesen. So, du gibst es mal her. Du gibst es auch mal her. Da dürfen sich jetzt welche jetzt drüber freuen. Da müssen wir noch Aufzug bauen und so, ne? Puh, war das jetzt eine Sache. So, mein Freund, kriegst du erstmal wieder Eisen. Ja. Da bist du mal so frei und machst mal wieder ein paar Blöcke. 60 Stück, dankeschön. Ja, Silizium braucht man definitiv. Geht leer. So, die hauen wir auch da rein. Du machst mir jetzt mal... Der braucht 50, das heißt 500 werden weg, ne? Wenn ich davon... 10 Stück sind 500, das ist echt pervers. Machst du mal 5 Stück. So, sehr gerne, dann mache ich jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne auch. Es war mir eine Ehre, mit denen gespielt haben zu dürfen. Sekunde, jetzt mache ich mir ganz ein bisschen schöner. Alt, ich habe noch die Alt-Taste. So, zoom mal kurz ran. Es war mir ein. Ich muss ein bisschen ins Licht gehen. So, ne, das war doof. Ne, lauf mal kurz rückwärts unten, ist so schön hell. Lalala. So, sehr gerne, Mann. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gespielt haben zu dürfen. Wir hören sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Imperium Galactic Survival New Planet, wie du Untertitel reden lässt. Lasst Liken, Teilen, Kommentieren, Abonnieren vergessen. Und es war mir eine Ehre, für Sie gespielt haben, mit Ihnen gespielt haben zu dürfen. Auf Wiedersehen. Tschüss.